das Prüfungsblatt aus. Sie hören fünf Gespräche und Äußerungen. Sie hören jeden Text einmal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt das Beispiel. Dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit. Beispiel. Wie hat dir denn unsere erste Woche hier an der Hochschule gefallen? Ganz gut, aber ich musste mich erst daran gewöhnen, dass man an der Uni von den Dozenten gesiezt wird. Ja, das stimmt. In der Schule haben uns alle Lehrer geduzt. Ich fand es am Anfang auch komisch, plötzlich von einem Professor mit Herr Schreiber und nicht mit Alexander angesprochen zu werden. Wenn ich jetzt mit Frau Neumann angeredet werde, fühle ich mich richtig erwachsen. Es gibt einige Dozenten, die ihre Studenten duzen. Das sind aber meist jüngere Assistenten, die nicht so sehr viel älter sind als wir. Das ist für mich okay, wenn ich sie auch duzen kann. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Gespräch 1. Ich habe gehört, ihr habt mit eurem Chef einen Kochkurs gemacht. Ja, wir machen einmal im Jahr einen Betriebsausflug. Und dieses Jahr hat unser Chef eine Psychologin eingeladen, die Seminare zur Teambildung anbietet. Sie ist Hobbyköchin und deshalb bestehen ihre Seminare aus einer Art Kochkurs. Dabei geht es gar nicht um neue Rezepte. In der Betriebskantine machten sich alle an die Arbeit. Unser Chef musste mit den auszubildenden Zwiebeln schneiden. Die jungen Leute haben sich über ihren weinenden Chef köstlich amüsiert. Seine Sekretärin und ich haben Kartoffeln für 30 Leute geschält. Dabei redet man natürlich miteinander und so haben wir viel voneinander erfahren. Bei der normalen Arbeit wäre das nicht möglich gewesen. Das Essen am Ende war dann nur Nebensache. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Gespräch 2. Warum hast du dein Architekturstudium abgebrochen? In den Semesterferien habe ich bei einem Steinmetz ein Praktikum gemacht. Der Betrieb hat sich auf die Restaurierung von alten Häuserfassaden und Denkmälern spezialisiert. Im Bereich der Denkmalpflege gibt es hier in der Stadt für Steinmetze viel zu tun, doch leider fehlt es an gut ausgebildeten Handwerkern. Deshalb habe ich meinen Chef gefragt, ob ich bei ihm nicht eine Ausbildung anfangen könnte. Handwerkliches Geschick und auch ein Gefühl für Formen und Proportionen habe ich ja. Den Vertrag unterschreibe ich in den nächsten Tagen und am 1. August geht's los. Lustig wird es bestimmt in der Berufsschule, wenn ich mit meinen 22 Jahren neben 16-Jährigen sitzen werde. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Gespräch 3: Sprachen verschwinden und neue entstehen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Aber seit einem Jahrhundert hat sich dieser Prozess beschleunigt. Zurzeit werden weltweit etwa 7000 Sprachen gesprochen. Die Hälfte davon droht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu verschwinden. Davon ist Deutschland ebenfalls betroffen. Nur noch eine Minderheit spricht Saterfriesisch im Norden von Niedersachsen oder Sorbisch in Sachsen. Die Kinder lernen die Sprache nicht mehr in der Familie und in der Schule wird Hochdeutsch gesprochen. Auch Dialekte sind nicht mehr so verbreitet wie früher. Meist sind es die älteren Leute, die sich noch im Dialekt unterhalten, die Jüngeren können ihn oft nur verstehen und nicht mehr aktiv verwenden. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Gespräch 4 Wie war denn Weihnachten bei euch? Du weißt doch, wie das bei uns ist. Meine Schwiegereltern kommen und erwarten ein Menü mit allem Drum und Dran. Und ich stehe dann stundenlang in der Küche und nachher muss ich alles aufräumen und putzen. So war es auch diesmal. Dieses Jahr haben die Kinder von Oma und Opa eine elektrische Eisenbahn bekommen. Darüber haben sie sich sehr gefreut und wir haben alle zusammen damit gespielt. Das war ganz nett. Am liebsten aber würde ich Weihnachten nur mit meinem Mann und den Kindern verbringen. Meine eigenen Eltern machen das richtig. Sie fliegen fast jedes Jahr von Mitte Dezember bis Anfang Januar in die Karibik. Weit weg von allem. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Gespräch 5. Ich möchte einen Französischkurs belegen. Sind Sie Anfängerin oder haben Sie Vorkenntnisse? Also ich habe in der Schule Französisch gelernt und möchte meine Sprachkenntnisse auffrischen. Dann kommen Sie bitte nächsten Montag um 17 Uhr zum Test, damit wir sehen, in welchen Kurs wir Sie einstufen können. Wann fangen die Kurse an? Am 20. Oktober. Wenn wir einen passenden Kurs für Sie haben, überweisen Sie bitte die Kursgebühren bis zum 10. Oktober. Sie können auch Bar bei Frau Eckert im Sprachkursbüro bezahlen. Dort bekommen Sie übrigens auch das Lehrwerk. Es wäre gut, wenn Sie es bei der Anmeldung kaufen würden. Für die Kursleiter ist es ärgerlich, wenn die Studierenden am ersten Kurstag kein Buch haben. Ende von Hören Teil 1 So sieht das Prüfungsblatt aus. Sie hören im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit aus der Wissenschaft. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei den Aufgaben die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 6. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Ich begrüße heute Professor Christian Montag. Er ist Psychologe und erforscht, wie Smartphones unsere Gesellschaft beeinflussen. Herr Montag, in Großbritannien werden in Schulen immer mehr digitale Uhren aufgehängt. Wird es in Deutschland auch bald soweit sein? Ich kann mir vorstellen, dass es in deutschen Schulen ähnlich kommen wird. Kinder und Jugendliche werden wahrscheinlich bald keine Zifferblätter auf Uhren mehr lesen können. Vielerorts wird die Zeit nur noch digital angezeigt. Ich halte es aber trotzdem für wichtig, dass Kinder lernen, analoge Uhren zu lesen. Warum? Das Smartphone zeigt die Zeit doch auch an. Wenn Kinder und Jugendliche ins Handy schauen, um zu wissen, wie spät es ist, entdecken sie oft eine neue Nachricht oder etwas Interessantes auf Instagram. Sie sind dann eine Weile damit beschäftigt zu antworten und wissen die Uhrzeit am Ende gar nicht, weil sie vergessen haben, dass sie genau diese nachschauen wollten. Warum können Kinder und Jugendliche ihre Smartphones nur so schwer aus der Hand legen? Mit den Geräten erhalten sie ständig neue Informationen von Gleichaltrigen. Wenn sie die nicht bekommen, haben sie das Gefühl, sie könnten etwas verpassen. Zudem sehen Sie, wo Sie im Vergleich zu anderen stehen und wie viele Likes Sie auf Social-Media-Kanälen bekommen. Aus der Hirnforschung wissen wir, dass das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert wird, wenn Menschen Likes bekommen. Das fühlt sich gut an. Und das, was sich gut anfühlt, wiederhole ich gern. So kommen Kinder schnell auf die digitale Droge und bleiben oft hängen. Ab wann sollten Kinder Smartphones haben? Nicht vor dem zehnten, zwölften Lebensjahr. Auch dann müssen die Eltern schauen, ob es überhaupt sinnvoll ist. Digitale Technologien haben in der Kindheit nichts verloren. Kinder müssen rausgehen und mit Gleichaltrigen spielen. Dann lernen sie, dass sie nicht immer die Stärksten sind, sondern auch mal unterlegen sein können und sie stärken ihre motorischen Fähigkeiten, aber auch soziale Kompetenzen. Mhm. Was können Eltern tun, damit ihre Kinder nicht ständig am Smartphone hängen? Anders als bei kleineren Kindern wird es bei Jugendlichen schwer sein, es zu verbieten. Hier haben fast alle ein Smartphone und wer nicht in einem sozialen Netzwerk ist, wird zum Außenseiter. Eltern sollten schauen, dass ihre Kinder und deren engste Freunde im besten Fall die gleichen Nutzungsregeln befolgen. Eltern könnten etwa erlauben, das Smartphone jeden Tag nur von 18 bis 19 Uhr zu nutzen. Wie sollten Eltern mit dem Smartphone umgehen? Es ist nicht schlimm, wenn sie ab und zu mal auf ihr Smartphone gucken, aber wenn sie das ständig tun, dann schon. Kinder lernen zudem am Modell. Eltern könnten ihre Smartphones beispielsweise nur zu gewissen Zeiten und an gewissen Orten nutzen, etwa im Arbeitszimmer. Sie könnten auch wieder eine Armbanduhr tragen und sich einen klassischen Wecker kaufen, und somit eine digitale Freizone im Schlafzimmer schaffen. Menschen, die eine Armbanduhr und einen Wecker haben, schauen seltener aufs Smartphone als andere. Das ist ein guter Tipp für uns alle. Vielen Dank, Herr Montag, für dieses interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ich begrüße heute Professor Christian Montag. Er ist Psychologe und erforscht, wie Smartphones unsere Gesellschaft beeinflussen. Herr Montag, in Großbritannien werden in Schulen immer mehr digitale Uhren aufgehängt. Wird es in Deutschland auch bald soweit sein? Ich kann mir vorstellen, dass es in deutschen Schulen ähnlich kommen wird. Kinder und Jugendliche werden wahrscheinlich bald keine Zifferblätter auf Uhren mehr lesen können. Vielerorts wird die Zeit nur noch digital angezeigt. Ich halte es aber trotzdem für wichtig, dass Kinder lernen analoge Uhren zu lesen. Warum? Das Smartphone zeigt die Zeit doch auch an. Wenn Kinder und Jugendliche ins Handy schauen, um zu wissen, wie spät es ist, entdecken sie oft eine neue Nachricht oder etwas Interessantes auf Instagram. Sie sind dann eine Weile damit beschäftigt zu antworten und wissen die Uhrzeit am Ende gar nicht, weil sie vergessen haben, dass sie genau diese nachschauen wollten. Warum können Kinder und Jugendliche ihre Smartphones nur so schwer aus der Hand legen? Mit den Geräten erhalten sie ständig neue Informationen von Gleichaltrigen. Wenn sie die nicht bekommen, haben sie das Gefühl, sie könnten etwas verpassen. Zudem sehen Sie, wo Sie im Vergleich zu anderen stehen und wie viele Likes Sie auf Social-Media-Kanälen bekommen. Aus der Hirnforschung wissen wir, dass das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert wird, wenn Menschen Likes bekommen. Das fühlt sich gut an. Und das, was sich gut anfühlt, wiederhole ich gern. So kommen Kinder schnell auf die digitale Droge und bleiben oft hängen. Ab wann sollten Kinder Smartphones haben? nicht vor dem 10./12. Lebensjahr. Auch dann müssen die Eltern schauen, ob es überhaupt sinnvoll ist. Digitale Technologien haben in der Kindheit nichts verloren. Kinder müssen rausgehen und mit Gleichaltrigen spielen. Dann lernen sie, dass sie nicht immer die Stärksten sind, sondern auch mal unterlegen sein können, und sie stärken ihre motorischen Fähigkeiten, aber auch soziale Kompetenzen. Mhm. Was können Eltern tun, damit ihre Kinder nicht ständig am Smartphone hängen? Anders als bei kleineren Kindern wird es bei Jugendlichen schwer sein, es zu verbieten. Hier haben fast alle ein Smartphone und wer nicht in einem sozialen Netzwerk ist, wird zum Außenseiter. Eltern sollten schauen, dass ihre Kinder und deren engste Freunde im besten Fall die gleichen Nutzungsregeln befolgen. Eltern könnten etwa erlauben, das Smartphone jeden Tag nur von 18 bis 19 Uhr zu nutzen. Wie sollten Eltern mit dem Smartphone umgehen? Es ist nicht schlimm, wenn sie ab und zu mal auf ihr Smartphone gucken, aber wenn sie das ständig tun, dann schon. Kinder lernen zudem am Modell. Eltern könnten ihre Smartphones beispielsweise nur zu gewissen Zeiten und an gewissen Orten nutzen, etwa im Arbeitszimmer. Sie könnten auch wieder eine Armbanduhr tragen und sich einen klassischen Wecker kaufen. Und somit eine digitale Freizone im Schlafzimmer schaffen. Menschen, die eine Armbanduhr und einen Wecker haben, schauen seltener aufs Smartphone als andere. Das ist ein guter Tipp für uns alle. Vielen Dank, Herr Montag, für dieses interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Ende von Hören Teil 2 So sieht das Prüfungsblatt aus. Sie hören im Radio ein Gespräch mit mehreren Personen. Die Personen sprechen über Leben auf dem Land oder in der Stadt. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 17 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute im Mittagsmagazin geht es um die Frage Stadt oder Land. Wo lebt es sich besser? Dazu begrüße ich im Studio Sophie Baumann und Jonas Neuhaus. Beide sind im letzten Jahr von Berlin aufs Land gezogen. War das denn eine gute Entscheidung? Also bisher läuft es auf dem Land genauso idyllisch, wie ich mir das vorgestellt habe. In Berlin geht man aneinander vorbei. Aber hier wollen die Leute auf der Straße wissen, wo wir herkommen und erzählen von ihrem Tag. Das inspiriert mich. Ich komme nach Hause und bin total glücklich, weil ich mit jemandem gesprochen und nicht nur einen Like bei Facebook hinterlassen habe. Ich bin auch zufrieden. Im Dorf habe ich es geschafft, mich von der Oberflächlichkeit in Berlin freizumachen. Man kommt hier von diesem Konsumzwang runter, den man in der Stadt braucht, um dazuzugehören. Hier geht es um echtere Themen. Ganz genau. Ich will zwar auch nicht nur über Johannesbärmarmelade und die Vögel im Garten sprechen, aber ich werde hier bodenständiger. Und übrigens, einige meiner Freunde, die anfangs total schockiert waren, waren schon ein paar Mal da und wollen nun auch aufs Land ziehen. Sie selbst sind doch auch rausgezogen, Herr Schmidt. Was schätzen Sie denn am Dorfleben? Oh, eine ganze Menge. Ich gehe viel spazieren und wandern, und ich kann da sehr gut entspannen. Wenn ich nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag in Berlin nach Hause aufs Land komme, ist das wie in den Urlaub zu fahren. Richtig, wir haben das jeden Tag. Im Sommer bin ich deshalb auch nicht verreist. Ich bin lieber mit dem Fahrrad durch die Dörfer gefahren. Es ist auch eine finanzielle Frage. Wohnraum in der Stadt ist knapp. Die Mieten sind hoch und es ist häufig schwer überhaupt eine bezahlbare Wohnung zu finden. Auf dem Land hingegen sind die Mieten meist noch okay und man kann auch über ein eigenes Haus nachdenken. Wir haben erstmal ein Haus gemietet. Obwohl unser Grundstück nicht besonders groß ist, haben wir genug Platz für eine kleine Werkstatt im Nebengebäude, wo ich jetzt alte Möbel restauriere. In Berlin konnte ich das nicht machen. Und sogar die Außensauna hat noch ein Plätzchen im Garten gefunden. Wenn der Garten nur ein bisschen größer ist, kann man auch Obst und Gemüse anbauen und vielleicht sogar Tiere halten. Dann gibt es gar keine Nachteile. Dass man auf dem Land auf das Auto angewiesen ist, gehört für mich zur negativen Seite. Aber auch in der Stadt haben viele Menschen einen weiten Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Ich bin damals von meinem Wohnort zur Arbeit auf der anderen Seite von Berlin fast eine Stunde unterwegs gewesen. Bei uns im Dorf haben auch alle zwei oder drei Autos vor dem Haus stehen. Solange wir sie beruflich brauchen, geht es wahrscheinlich nicht anders. Aber wenn wir in Rente sind, könnten wir mit weniger Autos auskommen. Wir könnten uns die Autos teilen und uns übers Internet abstimmen, wer wann eins braucht. Solche Sachen funktionieren auf dem Dorf gut, weil man sich kennt. Ich sehe schon, dass Sie beide aus dem Dorf nicht mehr wegzukriegen sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es für heute. Ende von Hören Teil 3. So sieht das Prüfungsblatt aus. Sie hören einen kurzen Vortrag. Die Rednerin spricht über das Thema Psychologie. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 23 bis 30. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Positive Psychologie in Unternehmen. Eine positive Atmosphäre in einem Unternehmen wird immer mehr als Ursache und nicht als Ergebnis von wirtschaftlichem Erfolg gesehen. Glückliche Mitarbeiter bringen also eine bessere Leistung. Für Unternehmen ist es in verschiedener Hinsicht vorteilhaft, wenn die Stimmung ihrer Mitarbeiter gut ist. Zum einen sind glückliche Mitarbeiter motivierter. Sie brauchen also weniger äußere Anreize, um gute Ergebnisse zu erzielen. Zum anderen sind glückliche Mitarbeiter weniger oft krank. Sie sind psychisch stabiler und leiden seltener an Krankheitszeichen wie Burnout. Glückliche Mitarbeiter neigen außerdem dazu, ihren Kollegen zu helfen, auch wenn diese Hilfe über den eigenen Arbeitsbereich hinausgeht. Das ist sehr förderlich für die Arbeit im Team. Schließlich sind glückliche Mitarbeiter auch bessere Problemlöser. Wir können bei guter Laune nämlich besser denken und schneller Lösungen für verschiedenste Probleme finden. Was kann eine Firma nun tun, um eine positive Unternehmenskultur zu entwickeln und glückliche Mitarbeiter zu haben? Hier sind ein paar Vorschläge. Erstens. Verschieben Sie den Fokus weg vom Negativen hin zum Positiven. Wenn Sie als Vorgesetzter ständig die Probleme und Defizite Ihrer Mitarbeiter thematisieren, verleiten Sie Ihre Mitarbeiter automatisch dazu, genau diese negativen Erwartungen zu erfüllen. Starten Sie ein Meeting deshalb lieber mit einer Runde von kurzen Erfolgsgeschichten. Geben Sie den Mitarbeitern oder Kollegen die Möglichkeit, das Beste aus Ihrer Woche zu teilen und damit andere zu inspirieren und zu motivieren. Bedanken Sie sich bei den Kollegen für ihre gute Arbeit. Zweitens. Sprechen Sie regelmäßig über schon erreichte Unternehmenserfolge. Holen Sie die Mitarbeiter dazu, die an diesen Erfolgen beteiligt waren. Das wird dazu beitragen, neue Praktikanten, studentische Hilfskräfte und andere Mitarbeiter zu begeistern. Drittens. Setzen Sie auf die Stärken Ihrer Mitarbeiter. Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, ihre individuellen Talente gewinnbringend im Unternehmen einzusetzen. Sie werden schnell merken, dass Ihre Mitarbeiter sich dadurch besser mit ihren Aufgaben identifizieren können und motivierter arbeiten. Beim Arbeiten im Team ist es besonders wichtig, dass die Teammitglieder ihre Stärken untereinander kennen. Ordnen Sie die Aufgaben im Team nach Stärken, anstatt durch die jeweiligen Rollen, und verteilen Sie Aufgaben, wenn möglich, nach Interesse und Freiwilligkeit. Viertens. Kommunizieren Sie in jeder Situation konstruktiv. Wie Sie auf gute Nachrichten von einem Kollegen reagieren, ist ebenso wichtig wie Ihre Reaktion auf schlechte Neuigkeiten. Fünftens. Versuchen Sie bei Feedbacks dreimal mehr positive als negative Kommentare zu nutzen und ermutigen Sie auch Ihre Führungskräfte dazu. Die Forschung hat gezeigt, dass Teams dadurch innovativer, kreativer und insgesamt leistungsfähiger werden und so mehr Erfolge erzielen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Positive Psychologie in Unternehmen. Eine positive Atmosphäre in einem Unternehmen wird immer mehr als Ursache und nicht als Ergebnis von wirtschaftlichem Erfolg gesehen. Glückliche Mitarbeiter bringen also eine bessere Leistung. Für Unternehmen ist es in verschiedener Hinsicht vorteilhaft, wenn die Stimmung ihrer Mitarbeiter gut ist. Zum einen sind glückliche Mitarbeiter motivierter. Sie brauchen also weniger äußere Anreize, um gute Ergebnisse zu erzielen. Zum anderen sind glückliche Mitarbeiter weniger oft krank. Sie sind psychisch stabiler und leiden seltener an Krankheitszeichen wie Burnout. Glückliche Mitarbeiter neigen außerdem dazu, ihren Kollegen zu helfen, auch wenn diese Hilfe über den eigenen Arbeitsbereich hinausgeht. Das ist sehr förderlich für die Arbeit im Team. Schließlich sind glückliche Mitarbeiter auch bessere Problemlöser. Wir können bei guter Laune nämlich besser denken und schneller Lösungen für verschiedenste Probleme finden. Was kann eine Firma nun tun, um eine positive Unternehmenskultur zu entwickeln und glückliche Mitarbeiter zu haben? Hier sind ein paar Vorschläge. Erstens. Verschieben Sie den Fokus weg vom Negativen hin zum Positiven. Wenn Sie als Vorgesetzter ständig die Probleme und Defizite Ihrer Mitarbeiter thematisieren, verleiten Sie Ihre Mitarbeiter automatisch dazu, genau diese negativen Erwartungen zu erfüllen. Starten Sie ein Meeting deshalb lieber mit einer Runde von kurzen Erfolgsgeschichten. Geben Sie den Mitarbeitern oder Kollegen die Möglichkeit, das Beste aus Ihrer Woche zu teilen und damit andere zu inspirieren und zu motivieren. Bedanken Sie sich bei den Kollegen für ihre gute Arbeit. Zweitens. Sprechen Sie regelmäßig über schon erreichte Unternehmenserfolge. Holen Sie die Mitarbeiter dazu, die an diesen Erfolgen beteiligt waren. Das wird dazu beitragen, neue Praktikanten, studentische Hilfskräfte und andere Mitarbeiter zu begeistern. Drittens. Setzen Sie auf die Stärken Ihrer Mitarbeiter. Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, ihre individuellen Talente gewinnbringend im Unternehmen einzusetzen. Sie werden schnell merken, dass Ihre Mitarbeiter sich dadurch besser mit ihren Aufgaben identifizieren können und motivierter arbeiten. Beim Arbeiten im Team ist es besonders wichtig, dass die Teammitglieder ihre Stärken untereinander kennen. Ordnen Sie die Aufgaben im Team nach Stärken, anstatt durch die jeweiligen Rollen, und verteilen Sie Aufgaben, wenn möglich, nach Interesse und Freiwilligkeit. Viertens. Kommunizieren Sie in jeder Situation konstruktiv. Wie Sie auf gute Nachrichten von einem Kollegen reagieren, ist ebenso wichtig wie Ihre Reaktion auf schlechte Neuigkeiten. Fünftens. Versuchen Sie bei Feedbacks dreimal mehr positive als negative Kommentare zu nutzen und ermutigen Sie auch Ihre Führungskräfte dazu. Die Forschung hat gezeigt, dass Teams dadurch innovativer, kreativer und insgesamt leistungsfähiger werden und so mehr Erfolge erzielen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ende von Hören Teil 4